Moin Moin, willkommen zurück bei The Inner World. Wir haben gerade eben ein Phosphorus eingesammelt und alles ist versteinert, alles ist tot, außer natürlich Pete, Steve Pete, wie auch immer. Natürlich, die Schrofeline ist natürlich auch nicht. Wir packen mal einfach alle Phosphorus ein, die wir finden können. Hey Schrofeline, lass mal quatschen. Weißt du, was passiert? Wie geht's? Wie war dein Tag? Ein wenig einsam, aber ganz nett. Ich habe mich vorhin mit einer Stechmücke angelegt. Oh, wer hat gewonnen? Und sie zersetzt sich gerade in meinem Magen und macht Mundgeruch, das kleine Miststück. Mann, riecht das doch nicht etwa? Nein, nein. Ach, also doch, ich wusste es. Ist es sehr schlimm? Man riecht es kaum. Oh Mann. Mundgeruch. Super. Mundgeruch ist doch nicht so schlimm. Putz dir doch die Zähne. Nein, die Bürste müsste schon aus Edelstahl sein. Das stimmt. Ich habe gehört, das Kauen auf Wurzeln soll helfen. Ach, davon bekomme ich Sodbrennen. Aber danke, Süße, dass du dir um mich Sorgen machst. Ja, doch gerne. Ach, Schrofeline. Okay, Basilen. Hast du die riesigen Basilen gesehen? Klar. Der eine hat mich blöd angeguckt, da habe ich ihm erstmal meine Meinung gesagt. Und du bist nicht versteinert worden? Nein, ich lasse mich doch nicht von diesem hässlichen, haarigen Vieh versteinern. Wow, du bist wirklich tapfer. Aber von dir würde ich mich sofort versteinern lassen. Mhm. Ja, später Schrofeline. Na dann, gehen wir weg. War nett, mit dir zu plaudern. Fand ich auch. Kannst mich gerne wieder besuchen. Okay. Aber allein. Okay. Ja, okay, hier können wir nichts mehr machen. Dann gehen wir, weißt du was? Wir gehen in die Windkapelle. Wir haben ja zwei Phosphors in der Tasche. Wir haben zwei Phosphors in der Tasche. Das heißt, wir könnten hier was erreichen. Hack! 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 Hallo, Hack! Komm mit, wir retten jetzt die Welt. Wir haben Hack eingepackt. Ernsthaft? Wir haben Hack eingepackt. Mann, was haben wir da erst also? Jetzt muss ich das Orchester wieder erwecken. Dann können wir gemeinsam spielen. Okay. Wir haben mehrere Phosphors. Ah, wir schieben die Phosphors unter die Basile, machen Musik. Pass mal auf. Oh, warte mal. Das wird. Motorhaube. Ganz, ganz übersehen. Fest verschlossen. Okay, schlafendes Phosphos. Das wird. Ah, nee, warte. Ja, wir packen die alle in den Bremsschirm. Ha. Ein kleines Phosphos liegt allein im Schirm. Na, wie süß. Oh, noch ein Phosphos rein. Zwei kleine Phosphos liegen zusammen im Schirm. Na komm, noch eins. Drei kleine Phosphors liegen im Schirm. Drei kleine Phosphors im Schirm. Ach, wie süß. Können wir es auch Hack da reintun? Das mach ich. Okay, den alten Fisch. Das war doch jetzt. Ja, war es Kaugummis, alles klar. Okay, dann, weißt du was, wir machen jetzt, wir spielen. Jawohl. Hallo Motorhaube. Fest versch. Okay, Hack. Hau mal rein. Ich glaube nicht. Okay. Die können wir jetzt rausnehmen. Okay. Das mache ich. Auslöser. Geht nicht. Wenn wir jetzt die Augen wieder reinmachen? Das wird. Nein, die Augen. Weil die gucken doch jetzt gerade so schön auf die hier. Verstanden. Den Schild da rein, damit so. Pfiu, pfiu. Und dann sind die beiden zumindest. Guck mal. Piu, piu.
Mist, mit dem Strahl kann ich die Versteinerten nicht erreichen. Ich kann ihnen nicht helfen. Ein Schussloch. Das kann ich nicht verwenden. Wollen wir jetzt vielleicht die Kaugummis da rein? Naja. Können vielleicht wir das noch ein wenig drehen? Vielleicht nee, ein wenig drehen. Nee, vielleicht das schießt sich drehen. Selbst ab hier. Schon besser? Wir probieren es mal. Wir probieren einfach mal alle durch. Ah, okay. Dann trifft das Ding. Okay, dann drehen wir nochmal. Vielleicht ein wenig. Mhm, ja. Auslöser. Oh ja. Vielleicht ein wenig drehen. Jetzt mal schauen, was dann passiert. Ich glaube, du müsstest dich ja selbst treffen, ne? Oh. Meine Güte, das hätte auch schief gehen können. Das stimmt. Oh, das Gehirn. Man kann nie Jetzt können wir die Augen mitnehmen. Das könnte Okay, können wir den Schild mitnehmen? Vielleicht ein wenig. Okay, den können wir nicht helfen. Aber wir können zur Windkapelle gehen. Und versteinerte Dynastie. Das dürfte dann der Papa sein, ne? Okay. Haken. Ich glaube. Naja, da. Das mache ich nicht. Ah, hier ist das Einschussloch. Dekoration. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Okay. Damit kann man nichts machen. Das war doch jetzt. Jein, irgendwie nicht. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Jetzt wieder zum Innenhof gehen. Wir müssen irgendwie schauen. Wir brauchen den Spiegel. Wir brauchen den zweiten Spiegel. Damit wir hier den Spiegel aufhängen können. Ja. Warum sollte ich... Ich glaube... Nicht. Das können. Warum soll. Warum sollte ich. Also, wir brauchen auf jeden Fall den Spiegel, hey, um den Winkel zu ändern. Na, gib ihm. Nein! Also, wir müssen mit Steve wieder Hallo, ablenken. Steve. Hallo, was kann. Wir brauchen den Spiegel. Warum kann ich den Spiegel denn nicht haben? Rühr ihn nicht an! Steve, wenn er den Spiegel haben will, dann gib ihm das Ding. Nein! Wenn du meinen Spiegel nicht in Ruhe lässt, verweise ich dich des Hauses. Weißt du eigentlich, mit wem du gerade redest? Vor dir steht Okarius Junge. Kann nicht sein. Der Thronfolger ist doch ein Baby. Aber das bin oh ich. Oh Mann, Steve. Ich meine, das war ich. Ich bin das Baby. Du siehst nicht aus wie ein Baby. Ich muss mich für meinen Kollegen entschuldigen, Euer Gnaden. Er ist ein Idiot. Ich würde den Spiegel auf jeden Fall zurückbringen. Unter gar keinen Umständen! Gib ihm den Spiegel, Steve! Du hast mir nichts zu befehlen!
aber er. Gib ihm den Spiegel. Pete, kannst du mir helfen, den Spiegel zu bekommen? Ich tue, was ich kann, um diesen ignoranten Idioten zu überzeugen. Das habe ich gehört. Der Spiegel steht nicht zur Diskussion. Der Junge hat dir einen Befehl gegeben. Wer ist er schon? Ich wüsste nicht, warum ich... Er ist der Thronfolger. Wir schulden den Boes Gehorsam. Nein, ist er nicht. Der Thronfolger kann nicht mal krabbeln. Hey, ich kann krabbeln. Ich krabbel sogar sehr gut. Das ist 15 Jahre her. Das Konvent liegt in Schutt und Asche. Öffne endlich die Augen. Hier liegt überhaupt nichts in Asche. Ich weiß nicht, warum du so etwas sagst. Hör auf! Der König ist tot und mit ihm die ganze Dynastie. Sei still! Und das nur, weil du Conroy die Tür geöffnet hast. Aufhören! Mann. Ich wusste doch nicht... Das hier ist alles deine Schuld. Sieh dich um. Das hier ist alles, was geblieben ist. Kein Gold mehr und keine Musik. Du hast Unglück hineingelassen. Nein! Nein, der Spiegel. Ah. Au! Die kann ich so nicht aufheben. Die sind viel zu scharf. Skizze. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt brauche ich sie auch. Jetzt brauche ich sie auch nicht mehr. Die Skizze von Laura. Das sollen die Ringe. Wie soll man da? Ja, ja. Jetzt brauche ich sie auch nicht mehr. Wir brauchen. Können wir jetzt die Decke vielleicht nochmal nehmen? Die goldene? Nein, natürlich nicht. Ach Mann, Steve war dran schuld. Der arme Mann. Steve? Oder Pete? Jemand zu Hause? Nein? Okay, wir müssen mit irgendwas... Mit dem alten Fisch? Nein. Das sind doch mal Weichkekse. Okay, mit der Skizze können wir nichts mehr anfangen. Jetzt brauche ich sie auch. Den alten Fisch einpacken damit? Warum soll... Ich habe keine Ahnung. Hack, mach mal was. Naja. Na los, Hack. Tu was, tu was. Nein, jetzt ist nicht die Zeit. Und irgendetwas, mit dem wir die Glasscherben aufsammeln können, damit wir sie wieder zusammensetzen können. Ich schau nochmal nach. Warte, okay, bla bla. Aber vielleicht kannst du das mit den Scherben machen. Ja, klar. Ja. Das könnte Spaß. Ah, warte mal. Für uns sind die zu hart. Guter Hinweis. Aber für Strophelier nicht. Willst du einen Kaugummi? Klar, gib her. Plapp. Ach so. Nein. Das wird nicht klappen. Okay, war nett mit 20. Okay. Aber. Oh. Wer kann denn reden mit Kaugummi im Mund? Okay, müssen wir mit irgendwas. Hack vielleicht. Ich glaube. Mit einem alten Fisch. Ich werde sie nicht noch. Nein.
Ich glaube... Ein Fisch vielleicht? Nein. Hier, ich habe einen Fisch für dich. Danke, ich finde Blumen auch viel zu altmodisch. Ja? Mhm. Nein, nimm das, schenk das Ding doch Grünkäppchen. Okay, wir brauchen irgendwas Spitzes. Wir brauchen irgendetwas, womit wir die, Nein. Okay, wir müssen irgendwie das Kaugummi wieder kriegen. Ich würde das jetzt nicht nehmen. Jetzt brauche ich. Ja, aber habe ich doch, oder? Ja, genau, ne? Sie sind was Klebriges, schauen wir bei der Pforte nach. Ja, ja. Hä? Ja, aber die Blase haben wir doch. Schaufelinchen. War nett mit dir zu plaudern. Fand ich auch. Okay. Aber. Oh. Ja, ja, okay. Basilienhirn. Tatsache. Toll! Jetzt kannst du Sachen dran kleben. Ja. Jetzt haben wir eine Disco-Kugel. Super. Eine Basilienhirnkugel, Alter. Was? Aber einfallsreich, auf jeden Fall, sehr gut. Okay, was, dann tun wir das ins Einschussloch jetzt? Was mach ich? Ach, tu's doch einfach. Das war doch... Das mach ich nicht. Nicht hier. Ja, warte mal. Vielleicht ein wenig... Ja. Dann schießt das nämlich da rein und wir hängen die Kugel dann hier zur Dekoration. Hä? Haben wir doch... Nein. Hallo? Das wird... Ja? Warum sollte... Hä? Verstehe ich was nicht? Naja. Geht. Warte mal. Wenn wir die Augen da wieder reinmachen. Wo sind der Auslöser dann immer noch? Genau, zack. Und da schießt er jetzt drüber. Okay. So, wir haben da jetzt ein Einschussloch. Können wir mal einen Fisch das Schild nochmal einreiben? Oder die Entscheidungsaugen? Nein. Ah, wir können vielleicht mit dem alten Fisch Speed nochmal erwecken. Naja. Ich brauche nicht noch eins. Ich glaube nicht. Gehen wir mal wieder zurück zur Windkapelle. Ich bin ein bisschen ratlos. Also Dekoration, da können wir nichts machen. Wir müssen irgendwie irgendwas mit... Und er gehört genau genommen auch nicht hier. Die Kugel spiegelt in alle Richtungen. Das sieht ulkig aus. Das heißt, die Spiegel muss auf jeden Fall hier hin. Das wird nicht... Die Symbole auf... Erst muss ich das Orchester wieder Damit kann man... Damit kann man nichts machen. Warum soll... Ich weiß es nicht. Ich probiere gerade rum. Warum soll... Ich weiß es nicht. Das macht... Ah, mein Schuss muss wohl leicht daneben gegangen sein. So schaffe ich es nicht, das Orchester zu entsteinern.
Yeah, und jetzt hängen wir... Das könnte Spaß... Ja, doch, Mann. Das sind die Notenringe. Sie drehen sich, wenn ich das Lied auf meiner Nase spiele. Macht euch keine Sorgen. Ich werde euch retten. Das sieht aus wie ein Haken. Das mache ich. Okay, wir brauchen irgendwie ein Stück Faden oder ein Seil. Irgendwas in der Richtung. Das kann ich nicht ver... Fest verschlossen. Okay, mal gucken, ob wir das nochmal aufmachen Vielleicht können. Vielleicht ein wenig... Dann schießen wir nochmal. Ich hätte mich beim letzten Versuch... Das werde ich jetzt... Okay, dann eben nicht. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, womit wir dann die Disco-Kugel aufhängen können, ja? Ist jetzt die Frage. Ja, wir können nur die Schrofeline bequatschen, ne? War nett mit Papok. Ja, zack. Die habe ich selbst. Okay, hier haben wir alles schon gemacht. Hallo, Hack. Warum soll... Ja, keine Ahnung. Jetzt wird's spannend. Da, das... Nimm doch das Scheißseil einfach, ja? Jetzt brauche ich sie auch... Okay, hier können wir nichts mehr machen. Mit Steve können wir nichts mehr machen. Er hat sich selber K.O. geschlagen. Ich bin nicht ansatzweise so überrascht, wie ich vielleicht sein sollte. Okay, Hack vielleicht? Das könnte... Nein, können wir Hack auf die Kaugummis stürzen lassen? Das mache ich. Können wir den Fisch auf die Kaugummis stürzen lassen? Naja, da... Okay, jetzt, sonst kann man hier nichts mehr machen. Okay, so, wir können, also, das können wir nochmal umdrehen. Vielleicht dann geht der Schuss aber hier hin. Mist, mit dem Strahl kann... Ich weiß nicht... Das wird nicht... Warum nicht? Ich glaube. Hack? Naja... Sag mal. Okay, ich schau noch mal rein, weil... Zack, ja, in der Wand... Ja, haben wir. Nein! Oh, war ich doof. Ja, klar, wir können die Kugel auf den Haken machen. Zack. Das war clever von mir. Wir sollen uns beeilen. Hallo Conroy. Bleib genau da stehen. Conroy, was tust du hier? Was hast du vor? Komm nach Hause, Robert. Komm zurück in den Palast. Das war nie mein Zuhause. Du hast mein Zuhause zerstört.
Oh, mein Junge. Countdown. Wie redest du denn mit mir? Ich sage dir, was nun passieren wird. Wir beide kehren in den Palast zurück. Ich werde eine hübsche, dicke Kette für dich finden. Und du wirst mein Lieblingslied spielen. Schön sauber. Eine Note, wie in alten Zeiten. Ich werde nie wieder für dich spielen. Oh, aber Robert, du wirst keine Wahl haben. Irgendwann wirst du atmen müssen. Und bis dahin habe ich einer Wache beigebracht, auf deinen Nasenlöchern herumzudrücken. Ha, wie kommst du denn auf die Idee, dass das Volk dir vergeben wird, wenn sie erfahren, was du getan hast? Welches Volk? Meine Armee versteinert gerade alles, was sich bewegt. Wenn ich mit Asposien fertig bin, werde ich einen hübschen, riesigen Garten aus Statuen haben. Wie konnte ich all die Jahre nicht merken, was für ein Monster du bist? Du wirst sehr viel Zeit haben, darüber nachzudenken, wenn du in deiner Zelle im Palast sitzt. Warum erschießt du mich nicht einfach? Junge, du warst doch immer wie ein Sohn für mich. Pah. Das würde ich dir doch niemals antun. Musst du aber. Lebendig kriegst du mich nie. Tja, dann müssen wir wohl mit dem alten Fisch. Was wird das? So, jetzt reicht es. Wenn ich dich in eine Statue verwandle, kann ich dich zumindest in einer Kiste mitnehmen. Ah! Ups. Hiermit wären wir versteinert. Was? Zum Glück funktioniert seine Waffe nicht richtig. Zumindest dieses Mal. Wir haben... Die... Nee, hä? Keine Ahnung, warum wir... Die Schroffeline haben uns doch gesagt, wir lassen uns nicht einversteinern. Vielleicht... Conroy's Basil. Versteinerungsaugen, die nehmen wir mal mit. Wir haben ja vorhin verfehlt. Das können. Okay, nee, warte. So, wir drehen das jetzt noch mal kurz. Vielleicht ein wenig. Jetzt benutzen wir es. Wir sollten eigentlich die Dynastie gerettet haben. Oder zumindest erweckt haben. Nichts passiert. Okay, können wir irgendwas noch mit Conroy's Basil machen? Nein, ich habe meinen eigenen. Ja, warte mal. Wenn wir die hier rausnehmen und die Versteinerungsdinger da rein tun. Und wir benutzen das. Zack. Okay, aber wenn wir es jetzt nochmal drehen, also nicht unbedingt auf sich selbst richten, vielleicht, sondern noch zweimal. Also noch einmal drehen. Und ich merke gerade, wir haben Überlänge. Da wir haben schieße richtig, ich nicht richtig hin. Krasse Überlänge. Nachher mache ich die Versteinerten noch kaputt. Okay, da schießen wir nicht hin. Aber was wir machen, sehen wir in der nächsten Folge, Leute. Danke fürs Einschalten und bis bald.